Ciao zusammen. Heute bei Kennst Chur sind wir beim Seenhof. Viele meinen, dass der Seenhof schon ganz alt sei und bereits im Mittelalter bestanden hat. Aber diese Zeit war auch hier bei uns geprägt von grausamen Leib- und Lebensstrafen. Das Gefängniswesen ist bei weitem nicht so alt, wie viele denken. Erst Ende des 16. Jahrhunderts ist das Gefängnis zur Standardstrafe geworden. Im Jahr 1817 hat der Kanton Graubünden den Seenhof für 40'000 Franken gekauft und als Zuchtanstalt in Betrieb genommen. Vorher war es ein landwirtschaftlicher Betrieb. In den folgenden 200 Jahren gab es einen ganzen Haufen An- und Umbauten hier im Seenhof. Hier seht ihr den Hof vom Seenhof. Und hier im Bananentrakt, den ihr gesehen habt, bis vor ein paar Wochen noch sind die Häftlinge in ihren Zellen gewesen. Dort in der Werkstatt haben sie es geschafft. In Chur kennt jedes Kind den Seenhof. Es gibt halt auch ganz Haufen Geschichten über das Gefängnis dort mitten in der Stadt. Wenn ihr auch mit den Geschichten über den Seenhof hören oder auch wie der Alltag hier drin war, dann machen wir am besten nach der Corona-Zeit natürlich an einer Führung mit hier. Kurtourismus darf nämlich bis im Oktober exklusiv Führungen hier im Seenhof machen. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Türen und Tor hier im Seenhof offen bleiben. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleiben gesund. Ciao zusammen.